spätestens seit Anfang 2020 ist das Thema Homeoffice super wichtig. Am wichtigsten ist natürlich der Wohlfühlfaktor. Ich muss mir eine Atmosphäre schaffen, in der ich entspannt und ruhig arbeiten kann. Idealerweise befindet sich das Homeoffice zentral im Haus und ist trotzdem ruhig gelegen. Ganz wichtig sind dabei natürlich Licht und Luft. Wenn ich nicht ausreichend Licht am Arbeitsplatz habe, dann werden die Augen müde. Und wenn zu viel CO2 in der Luft ist, dann wird man unkonzentriert. Dann kann man sich weniger gut konzentrieren. Auch sollte man sich das Homeoffice so einrichten, dass man sich die Möglichkeit einer Pause schafft. Wichtig ist, zwischendurch mal vor die Tür zu treten und frische Luft zu schnappen. Auch sollte man sich einen Raum suchen, in dem es weder zu heiß noch zu kalt ist. Wichtig ist, dass man sich da in einem Wohlfühlbereich befindet. Bei Fibrokhaus befindet man sich in einem Massivhaus. Das ist grundsätzlich eine sehr gute Sache, denn in einem Massivhaus hat man einen höheren Schallschutz als in einem Leichtbauhaus. Unsere Grundrisse sind so geplant, dass jeder Raum viel natürliches Licht bekommt. Und es ist so, dass wir die Flächen sehr effizient nutzen. Das klingt ein bisschen verrückt, aber das ist nicht selbstverständlich. Unsere Lüftungsanlage sorgt für eine sehr hohe Luftqualität und das ohne das Fenster zu öffnen. Das ist besonders gut für Allergiker. Darüber hinaus sorgt unsere Fußbodenheizung für eine sehr angenehme Wärme und wir bieten einen Sonnenschutz, der vor Überhitzung und vor störenden Blendungen schützt. Mit dem Paket bieten wir unseren Kunden unter anderem eine Netzwerkanlage, die verbindet alle notwendigen Komponenten miteinander und das stabil und sehr schnell. Dann haben wir noch zusätzliche Steckdosen dabei, um mehr technische Geräte im Homeoffice anschließen zu können. Dieser kleine Spalt unter der Zimmertür ist normalerweise ein großes Schallleck und wenn man den schließt, dann hat man einen sehr großen Effekt. Dann haben wir noch einen CO2- und einen VOC-Sensor dabei. Die messen den Schadstoffgehalt in der Luft und wird ein gewisser Grenzwert überschritten, dann fährt die Lüftungsanlage hoch und lüftet diese Schadstoffe ab. Und das nicht nur fürs Homeoffice, sondern fürs gesamte Gebäude. Das heißt, alle profitieren davon. Und weiterhin haben wir eine Ruhe-Bitte-Leuchte dabei. Das Ganze sieht so aus, dass Sie einen Schalter beliebig platzieren können. Und über diesen Schalter wird eine Leuchte vor der Tür eingeschaltet, die dann den anderen Bewohnern des Hauses signalisiert: Achtung, Ruhe bitte, ich möchte jetzt nicht gestört werden, ich befinde mich in einer Telefonkonferenz oder ähnliches. Grundsätzlich kann, glaube ich, jeder einen ruhigen Ort im Haus gebrauchen. Deswegen ist dieses Homeoffice-Paket, glaube ich, für alle geeignet. In erster Linie aber natürlich alle Arbeitnehmer, die regelmäßig von zu Hause aus arbeiten und auch Selbstständige, die das Homeoffice primär nutzen.